Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin CYNLP und ich begrüße euch zu einem weiteren Video, zur dritten Folge für das Minecraft HD Code. In der letzten Folge haben wir uns Gedanken über Winning Conditions gemacht und den Sucher ins Spiel gebracht. In dieser Folge werden wir uns weiter mit der Zeit beschäftigen hier und den ganzen Counter-Stuff hier und auch schon die Winning Conditions mit einbringen. Wir hatten ja gesagt, dass der Sucher nur gewinnt, wenn er alle gefunden hat. Die Verstecker gewinnen, wenn entweder kein Sucher mehr existiert oder die Zeit über 600 ist. Klingt logisch, ne? Also, der Counter resettet sich ja ganz einfach. Das ist die Counter-Reset-Technik. Wenn nur ein Spieler in diesem Ding drin ist. Ich bin gerade der einzige Spieler, der auf dem Server ist, deswegen kann ich hier unten der einzige Spieler sein, der in diesem Ding drin ist. Also ein halber Sieg. Dann resettet sich der Counter einfach. Das ist sehr, sehr gut. Aber ich würde den Counter schon vorher resetten, wenn die Sucher alle Leute gefunden haben, weil der Counter ja dann weiterläuft. Na? Oder halt einfach, damit nicht die Sucher noch direkt danach gewinnen, falls es so kurz vor knapp Ende ist. Wir haben gesagt, bei 600 Sekunden gewinnen sie. Also, den stellen wir mal hier hin. Also, ich würde mal sagen, hier so. Hier ist noch. Nach Gefühl ist das. Sorry, das triggert mich, aber. Das ist der. So ist besser. Also, das heißt, wenn der Counter bei. Bei 600. Also, bei 160 ist? Oder ne, 100. 180. Ja, 180. 180. Dann können wir sagen, dass die Suche in 7 Minuten endet. Warte. Ich möchte gerne hier einfach so ein. So an. Also. So. Right and seek. Die Suche endet in. Endet in. ich habe auf Russisch. Endet in. 90 Sekunden? Nein, 7 Minuten. Punkt. Also, da steht jetzt im Chat, dass die Suche in 7 Minuten endet. So. Also, das kommt da einfach so als Nachricht, als kleine. Dann kommt mal bei 5 Minuten eine Nachricht, die können wir hier noch hinzufügen. Also das heißt 180, heißt wir sind bei Hälfte der Zeit bei 300. Nicht 1300, das ist zu weit. 300. Also bei 300 kommt die Suche in 5 Minuten. Also ganz einfach. 5 Minuten. Dann kommt mal was bei 3 Minuten. Stellen wir dann hier hin. So. Und zwar 3 Minuten ist, wenn der Timer zwischen 500 und, also zwischen ungefähr, also 120, das sind 420, ne? Die 420 war schon richtig. 420 war schon richtig. 3 Minuten und ab einer Minute kriegen sie Gürung. Also heißt, wir sind bei 560. 540. Dann machen wir hier Minuten. Alle Spieler erhalten Glowing. Punkt. Und wir machen jetzt einfach, damit wir Effekt give at R tag ist gleich hide and seek Glowing. Für 60 Sekunden. 1 würde ich sagen. Also einfach, dass alle Leute, die einfach den Tag Hide and Seek haben, jetzt einfach einmal kurz den Effekt verpasst kriegen. Wunderschön, ich weiß. Man klaut sogar in den Farben des Ranges. Ich habe vergessen, die Zeitangabe zu ändern. Dass hier bitte einmal eine Minute steht. 3 Minuten ist auch sehr schön. Damit managen wir sozusagen das Spiel.
Und ich habe die, ich habe das Glowing 2, das ist aber egal. Nee, das Detail nervt mich, deswegen Glowing 0. Glowing 91. Glowing. Ja. Jetzt habe ich Glowing. Ihr seht, Glowing passt. Glowing 1. Ich werde hier jetzt noch einfach die Gitarren-Sounds hinzufügen. Also, dass hier einer kommt und da. Okay, perfekt. Ich glaube, sehr schön. Und ab 600 ist... Ja. Einfach ab 600. Und das Spiel wurde nicht vorher abgebrochen. Das heißt, dass irgendein Seeker noch lebt. Also ich muss sozusagen eine Abbruchtechnik machen. Heißt, alle Spieler im Vorhinein killen. Oder halt einfach den Timer auf irgendein random Wert setzen. Also ich würde einfach mal... Ich würde einfach mal hier sagen, dass der Timer irgendwie 10.000 ergeben muss. Also 10.000. Also, das ist eine ultra lange Zeit. Ihr könnt euch mal errechnen und in die Kommentare schreiben, was 10.000 Sekunden sind in Minuten oder Stunden. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Es ist auch keine Zahl, die durch 3 geht, deswegen. Ja. Funktioniert das nicht so. Hier einfach stich die Gitarre mal drauf, damit die hier auch bei 3 Minuten noch abgespielt wird. So endet in 3 Minuten. Das war eine Flasche von mir, nicht wundern. Hier 540. 70. Nein. Alles Spiel erhalten, glaube ich, ist Quatsch. Sekunden. Drei Sekunden. Nein. 30 Sekunden. Also so, 30 Sekunden. Und ja, und so weiter. Dann kommen hier 10. Also 550. 590. Die 590 und so weiter. 110 Sekunden, Digga. Entspannt. Und ich weiß nicht, ob ich hier dann noch 3, 2, 1, 0 machen will. Ich finde es geiler, wenn das XCD nicht kommt. Wisst ihr warum? Wenn hier so 3, 2, 1 nicht kommen würde. Erstens, das erspart mir ein bisschen was. Arbeit an Commands, die ihr hier seht. Und zweitens kann man in den 10 Sekunden manchmal nicht einschätzen, was 10 Sekunden sind. Ne? Das heißt, es wird extrem knapp, wenn da 10 Sekunden steht. Man kann runterziehen natürlich. Aber der Counter macht das ja für mich. Und deswegen, ja, der Counter sagt dann so, ja, nach 10 Sekunden. Beide haben gewonnen. Und ich fände es cooler, wenn es actually nicht kommt. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir den ganzen Kram, den wir hier haben, noch mit in... Ja, dass wir jetzt sagen, hier, dass hier die Heiler gewonnen haben. Aber wir können natürlich auch... Mir fällt gerade ein, dass wir einfach hier noch einen Terror A machen können, dass der nun Sucher ist. Dass wir einfach hier den Selektor machen können, aber das machen wir gleich. Okay, wir bauen jetzt actually erstmal andere Winning Conditions, die bauen wir einfach mal hier an. Und zwar, also wenn der zwischen 150 ist oder höher, dann soll der und der Score ich muss hier kurz die Anzahl der Sucher getten. Das
kann ich einfach machen. Execute store wizard score seeker counter one. Wie habe ich das bei anderen gemacht? Tag. If entity at a tag ist gleich hide seeker. Ihr seht, dass ein Seeker existiert. Das sind einfach irgendwelche Counter-Scores, die ich habe. Und ich missbrauche jetzt einfach Counter. If Score von Seeker Counter ist gleich der Score von Game Players. Und zwar Players 8. Players 8 Game Players. Das ist sozusagen, wenn der Score von den Seekern gleich des Gameplayers Counters ist. Heißt, oh Gott, dieser Sound ist so laut immer. Muss ich mal unbedingt leiser machen. Sorry für das Jumpscare. Aber das heißt sozusagen, das ist die Winning Condition, wenn die Seeker gewinnen. Das heißt, wenn die Seeker alles gefunden haben, was es gibt, weil dann ist ja jeder ein Seeker. Ja. Übrigens, der Block hat hier nur im Inventar die Textur, falls ihr euch wundert. Also, sieht. Ich würde einfach Red Wool machen. Hier ist Wolle. Also, das ist sozusagen die Winning Condition für die Seeker. Das ist die Winning Condition für die Heiler. Also, ganz einfache Geschichte eigentlich, ne? Aber, wir wollen ja auch noch, dass die Heiler gewinnen. Wenn. Warte, ich mach das mal kurz anders. Also das ist Heider 1, Heider 2. Komparator. Ich muss einmal kurz schauen. Also das ist Heider 2. Das ist Zika. Gut. Wir getten hier die ganze Zeit die Spieler. Und ja. Heißt, wenn alle Zika Gameplayers sind. Also die in diesem Spiel eigentlich sind. Also einfach alle Leute sind Zika geworden. Dann gewinnen die Zika, weil sie alle Heider gefunden haben. Ist cool, ne? Jetzt wirst du nur für die Heiler gucken, ob es irgendwelche Seeker gibt. Matches 150 oder höher. Also, if Score von ja, Seeker Counter Matches 0. Wenn das der Fall ist, heißt es, dass Seeker gelieft ist. Dann gewinnen automatisch die Heider. Also heißt, es existieren keine Seeker mehr. Also. Wohl. Also sozusagen. Das hier ist Heider. Das hier beides ist Seeker. Ich glaube, die 6 Color Coding lasse ich mir sogar. Das hier. Seeker haben gewonnen. Heider haben gewonnen. Beide kriegen natürlich gleich viel Coins. Okay, und das ist eigentlich dann schon das ganze Game. Wir müssen dann nur noch im Datapack ein paar Sachen machen, dass wir zum Beispiel den Tag entfernen, sobald Leute irgendwie existieren und nicht existieren auf der Lobby. Aber jetzt coden wir erstmal die Winning Conditions und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Ganzen. Ich mache das jetzt auch noch in den Part rein, egal wie lang der wird. Dann haben wir so eine Stunde Coding-Zeit daran gehabt, auch mit viel Kommentieren und so. Aber das ist nicht weiter schlimm. Dann können wir das gerne so machen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, wie man an sowas rangeht. So, also das heißt, Seeker haben gewonnen. Ich könnte sagen, warum. Also die Heider. Gott, ich verwechsel das immer wieder. Ihr könnt mal counten, wie oft ich diese Begrifflichkeiten verwechselt habe in den 3 Videos. Ich würde mich mehr sehr freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Müsst ihr aber nicht machen, das wäre ja viel zu viel Arbeit. Also. Ich möchte ganz gerne hier eine. So. Also ich kill einfach alle Leute direkt. Also nach einer gewissen Zeit einfach. Also.
Bei den Seekern wird es ganz kritisch, da muss ich mir noch eine andere Lösung ausdenken, weil wenn das so zwei, eine Sekunde vor Schluss ist, dann gewinnen die Heide auch noch. Das wollen wir nicht. Also. Wir wollen Title at A Hide Tag ist gleich Hide and C Title und jetzt können wir hier einfach sagen Text die Verstecker haben gewonnen. Also, wir wollen das in der Color haben. Color. Green. Bold 1b. Bold. True. Ihr seht, jetzt steht da gleich die Verstecker. Wir können eigentlich genau das gleiche hier machen. Also, die Verstecker. Ja. So. Jetzt einfach noch eine Chain darüber. Haben Hide and Seek gewonnen. Also Color Gold. Gold. Bold. Brauchen wir hier nicht das Statement. Also heißt. Haben Hide and Seek gewonnen. Ausrufezeichen. Aber wir machen das als Subtitel. Das ist so. Chain, was active. Chain, was active. Die Verstecker haben Hide and Seek gewonnen. Okay. Da einfach machen wir jetzt die Sucher raus. Und den machen wir rot. Rot. Color Red. Rot. Und dann einfach auch noch den. Das heißt, wir haben sozusagen hier einmal den Kram. Die Sucher haben Hide and Seek gewonnen. Also, wir wollen dann noch eine Coin-System-Message printen. Ich würde einfach mal. Mir fällt gerade auf, dass wir das einfach zusammenlegen können. Und zwar einfach so. Den löschen. Also ich schaue mal im Inventar. So. Also dass wir sozusagen hier. Ich sage eine grüne Worte. Hier geht hier ein Teil durch. Dann wird dieses Redstone hier gepowert. Was diese beiden Command-Blöcke powert. Und hier eine Repeater-Line ist. Also, wenn wir noch einen Placer machen. Und zwar UI.toast.challenge complete. Ihr wisst nicht, was der Sound ist. UI.toast.challenge complete. Ich zeige den Sound euch. Das ist dieser Sound. Den machen wir hier auch. Das ist der Sound, wenn man eine Challenge completed hat. Ja. Ihr seht, das ist jetzt. So. Gut. Jetzt würde ich nur noch eigentlich. Ist das hier eine Windtechnik? Ja. Ich klemme mir mal kurz die Command-Blöcke. Das sind einfach Coin-Value-Command-Blöcke. Also sozusagen Command-Blöcke, die dafür da sind, um Leuten Coins zu geben. Also ich adde den hier. Und zwar ist das Sucher. Chain always active. Und zwar, du hast, das sagt einfach, ich würde hier einfach mal 70 Coins geben.
Also der Game Mod soll sich ja schon lohnen. Also Tag ist gleich Hide and Seek. Tag ist aber nicht Seeker. Tag ist aber nicht Seeker. Also sozusagen, du hast 30 Coins erhalten. Dann kommt der hier drauf und wir adden den 70 Coins. Und zwar einfach Tag ist gleich Hide and Seek. Tag ist aber nicht der Seeker. Das kriegen alle. Das ist sozusagen die Command-Blockchain, die dafür sorgt, dass du gewinnst. Und du gekillt wirst. Nee. Daher respawn die Spieler, ja. One, Trigger, Hub. Ich mach die zum Hub zurück. Trigger Hub ist mein Hub-Command. Also Leute gehen einfach zum Hub zurück. Okay, jetzt nur noch das einmal reversen. Und zwar wollen wir einfach Leuten, die den Tag Seeker haben, hier, das sagen, dass sie Coins erhalten haben und auch bitte den Seekern Coins adden, ansonsten würde das ja keinen Sinn ergeben. So. Und damit, Leute, kann ich euch verkünden, dass der Modus fertig ist. Heißt, wir müssen jetzt noch auf Bugs testen. Wie macht man das, wenn er dann ist? Natürlich, man holt sich einen Zweitaccount her. Ich habe da hier die einen, und zwar das GitHub-Page. Ich weiß, fragt über, nicht über seine GitHub-Page. Ich starte jetzt einfach auf eine andere Minecraft-Instanz mit Cactus Mod. Coole Mod, ist von Dwarfs entwickelt worden. Vielleicht kennt ihr ihn noch einen aus einem meiner YouTube-Videos über die TNT-Kanone damals. Und ich mache jetzt einmal Setup. Ich gehe jetzt einmal dahin. Hier ist schon das Lobby-Sign. Also in Arbeit, das war noch dran. Also, wir gucken, die Minecraft-Instanz läuft. Ja. Ich kann ja schon mal als anderen Account reingehen. Ich will gleich als Stars GitHub-Page reingehen. Mal sehen, wer der Sucher ist und wer der Verstecker ist. Ich gehe mal kurz auf meinen Minigame-Server. So, hier ist er. Ja, perfekt. Ich muss kurz das Tech-Tab-Pack hier noch downloaden. Dauert einen Moment. Der steht da schon drauf, der Account, wie ihr seht. Egal. Ah, okay, das war er. So. Der Premium-Account, aber kein OP oder sowas. Also, da alles im Butter. Ich muss da mal kurz reingehen. Ja, der hat genau den gleichen Skin, der Account. Wie ihr seht. Sech Start geht noch nicht. Ich werde doch Sech Start hinzufügen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich im Datapack noch nicht den Tag Seeker hinzugefügt habe. Weil dass der Tag Seeker auf der Lobby entfernt wird. Egal, machen wir gleich, wenn das Spiel läuft. Gucken wir mal, ob was da rauskommt. Ich muss hier noch in der Lobby, dass man sich nicht gegenseitig schlagen kann, hinzufügen. Das muss ich noch machen. Das fällt mir gerade auf. Aber das sind Kleinigkeiten. Einfach hier einen Radius-Command hinzufügen. Das Spiel startet in 30 Sekunden. Ich muss hier noch, dass man Saturation hat und sich nicht schlagen kann. Ich verkacke immer wieder diese Sprung, das ist auch möglich. Ja, ich werde das schon mal kriegen. Administration AP ist Sucher. Okay, ich verstecke mich jetzt. Also, ich bin Adventure-Modus. Und ich bin hier in dieser Thema gefangen, wie ihr seht. Also, ihr seht, die Suche startet in 90 Sekunden. Das kann ich jetzt nicht skippen oder so. Doch, das könnte ich aber. Ich stelle mal kurz meinen Account hier irgendwo hin. Ich habe auch Weakness, wie ihr seht. Da seht ihr auch noch daran, wie lange das doch geht so. Ne? Also, ich könnte jetzt noch 10 Minuten warten. Mache ich aber nicht, weil. Ja. Also ich mache mal kurz ein Scoreboard-Command. Scoreboard. Nein, das passt schon so. Ja. Also wenn, ich stelle dir einfach mal hier in den Account.
weiß nicht, ob ich Biername actually aus habe. Ich sehe sie nicht. 30 Sekunden. Mhm. 10 Sekunden. Suche startet jetzt. Entweder könnte ich, also ich habe halt, wie gesagt, das Weakness, ja, man hat noch kurz die Weakness, wie gesagt. Aber ich bin jetzt Sucher. Und man könnte jetzt natürlich den Use Case durchtesten. Ich teste mal den Use Case, dass der Heiler gewinnt, dass die Heiler gewinnen. Also was ich durchtesten kann, ist, dass der, Scheiße, ich muss noch Item Drops ausstellen, das ist aber egal. Und zwar, ich kill jetzt einfach mal meinen Zoll-Account. Und die Sucher haben gewonnen, ihr seht. Das funktioniert. Und wenn man bis Ende der Zeit abwartet, da ist dann eben auch die Suche endet in 7 Minuten. Das ist sehr schön. Okay, das heißt, der Modus funktioniert grundlegend schon mal sehr gut. Na? Jetzt muss nur noch die Map gebaut werden. Ja. Und ich muss Item-Blocks ausstellen, damit, das ist aber kein Problem, das werde ich noch machen alles, also da gibt es noch ein paar lustige Bugs. Welcher Account ist das jetzt? Das ist mein Main, ich log mal kurz den Account aus. Ja, heißt, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, hoffentlich, und wir sehen uns. Ciao, ciao. Liked und abonnieren, natürlich. Wisst ihr ja. Müsst ihr aber nicht machen, aber könnt ihr. Ciao, ciao.